das macht schon diese exotische Sache aus. Einfach was zu machen, was andere nicht können oder was wirklich 95% der Menschheit einfach nicht können. Ich habe die Stadt gewechselt, ich bin weggegangen von zu Hause. Ich habe gesagt, gut, ich werde nach München gehen. Das war ja für uns damals eine Großstadt. Und mach mein Ding. Ich werde berühmt. So bin ich losgegangen. Ja, aber Spaß hat er ja. Vorwärts. Ja. Vorher war ich Langzeitarbeitsloser und dann habe ich halt mich selbstständig gemacht wieder. Bis vor als Musiker? Als Musiker, als Saxophonist. Mhm. Was hast du vorher gemacht? Da war ich das eigentlich auch, also nur halt arbeitslos. Ich spiele mir quasi nachts den Arsch ab, bis irgendwie in die Morgenstunden. Dann schlafe ich und werde dann so gegen 7 meistens von irgendwelchen Bauarbeitern geweckt. Ja, es ist relativ stressig. Also man hat eben gelegentlich bei Jobs, wo man irgendwie morgens um 8 erst nach Hause kommt und noch nicht geschlafen hat und dann um 12 wieder raus muss und all solche Sachen. Man gewöhnt sich an dieses Lowlife. Man gewöhnt sich dran, kein Geld zu haben. Und das ist jetzt nicht so das Schlechteste. Also, tschüss. Ich schicke dir eine SMS, wenn du bis dahin noch nicht tot bist. Machen wir wieder ein bisschen. Nach wie vor bin ich ja auch der Überzeugung, dass Musik Allgemeinbildung ist. Allgemeinbildung heißt einfach, wenn du Musik verstehst, kannst du andere Gedanken auch anders ordnen. Da wird es ein bisschen schwierig mit dem Offbeat. Das wäre jetzt die Synkope. Würdest du sie erkennen, wenn sie dich überfällt? Ja. Nee. Synkope heißt nichts anderes wie kurze Note, lange Note, kurze Note. Kennengelernt, Dirk, in, ich würde sagen, 1991, über eine Anzeige in der zweiten Hand. Dirk hat seinen Proberaum stundenweise vermietet und hat inseriert in der zweiten Hand. Ich hatte immer so Phasen im Leben, da habe ich gedacht, hätte ich das doch gemacht. Auf der anderen Seite, denke ich, braucht man auch eine gehörige Portion Talent, eine gehörige Portion Glück. Und was Musiker häufig nicht lernen, über ihre Ausbildung oder auch über ihr Studium, ist die eigene Vermarktung. Ganz wichtige Nummer, die oft fehlt. Deswegen krebseln leider viele gute Musiker finanziell doch rum. Es war nur immer die Sprache von gut, schnell, besser als die anderen, dann wird's schon irgendwie.
you will, the socioeconomic backgrounds of people like Miles Davis and Charlie Parker. What did they come from that allowed them or gave them the background or the structure, the support to create what they did? Duke Ellington, Louis Armstrong. I don't know if that really has so much to do with what they, how they created and what they were, and the genius that they produced. I think the drive to create music, a drive to create some type of art form, to create your sound from within, and also to create it among other people who are like-minded, or musicians like yourself, to make music. Schönes. Ein Lied. Mhm. Ein Lied wäre nicht schlecht. Ja. Für die netten Leute, meinst du? Ja. Für die im Lodenmantel und mit Hütchen. Genau. Die auch eine Klopapierrolle hinten auf dem Autoablagebrett haben. Für sowas, genau. Ich habe ein unregelmäßiges Einkommen, aber ich komme über die Runden. Und deswegen ist es mir so lieber, mit weniger auskommen zu müssen, als jetzt ein Beruf, der mir weniger Spaß macht und dafür richtig gutes Geld zu verdienen. Was hat man davon, viel zu verdienen, wenn einem der Job keinen Spaß macht? Zum Beispiel Kollegen, die aufnehmen müssen oder so, bezahle ich dann schon mit dem Essen. Das funktioniert und alle kommen auch das zweite Mal. Kleine Katzen werden auch über Gas gebraten. Ja. Schlagzeugspielen zu tun. Weil einfach zu langsam ist scheiße, zu schnell ist scheiße. Das muss halt im Timing wirklich gut gekocht werden. Weil wenn man zum Beispiel sieht, so, für was ich mich jetzt alles interessiere, also ja, es ist ja nicht nur das reine Drumming, sondern auch das Drumherum, außer der Verkauf oder Kauf. Das interessiert mich nicht. Aber das Drumherum, also sprich, wie läuft Sound, wie kann man Sound verändern, selbst was ich selber gespielt habe. Diese Möglichkeit heutzutage, ja, für mich zu sagen, ich kann mit dem Laptop einfach, ich hocke mich hin und sage einfach, das klingt geil für mich. Man schaut sich eine DVD an von Toto, ihr Geburtstag, 25 Jahre Toto. Super DVD, auf jeden Fall. Und wenn man dann hinten drauf guckt, steht dann doch Sound Mixed by Simon Phillips. Und das bestärkt einen eigentlich schon dann auch in dem, was man tut.
Hi. Wie sieht es mit der anderen Figur aus? Rechts, rechts, links. Jetzt fällt ja der. Ja, den Anspruch an mich, irgendwie was hinzubekommen, was eigentlich für mich physisch und psychisch teilweise einfach erstmal unmöglich ist. Und irgendwas, warum mache ich denn das nach? Wenn ich jetzt veräppel, wie soll ich denn das machen? Und dann im Prinzip halt auch immer wieder irgendwie den Willen aufzubringen, das dann trotzdem hinzubekommen und sich halt danach darüber zu freuen, dass man es hinbekommen hat. Ich sehe das einfach nur an den Musikern immer, mit denen ich dann da arbeite, dass ich manchmal halt auch denke, so mein Gott, okay, wie malt ihr das durch? Ich bin jetzt mit denen eine Woche auf Tour und fahre nach Hause. Und freue mich, dass ich meinen Freund wieder sehe und wieder zu Hause in meiner Ruhe habe. Und die sind jetzt einfach mal noch irgendwie ein Dreivierteljahr unterwegs. Und wenn ich das nächste Mal sehe, waren die immer noch nicht zu Hause. Man darf nicht unterschätzen, was es ausmacht für einen 11-jährigen Jungen, der irgendwie Solo-Trommel spielt. Ihr müsst euch das so vorstellen, man kam dann von hinten, man hat diese kleine Trommel mit dem Ständer genommen, kam nach vorne neben den Chef, ne, und hat sich da hingestellt und dann ging es los und immer Toni Heile angucken und auch mal klar ins Publikum. Ne. Wenn man dann mit 11 Jahren wirklich womöglich irgendwo auf einem Fest, hieß es früher, einfach auf einem Volksfest, wirklich Leute auf den Tischen stehen sieht, mehr, mehr, mehr schreien, dann begreift man nicht, dass sie womöglich 3 Bier zu viel drin haben. Aber es ist der totale Hit. Shows war natürlich immer das Highlight, auch dann in der Schule, aber für alle, weil die ganze Nation hat sich das angeguckt. Es gab das ARD und das ZDF in dieser Zeit und das war das Abendprogramm. Aber eine der berühmtesten, das ist die Meersburger Knabenkapelle unter der Leitung von Toni Heile.
kalt erwischt, Herr Morning. So, könntest du mir mal einen Soundcheck bitte einkommen? Das heißt, irgendwo erkennen wir uns. Das gehört dazu einfach. Ich meine, also deswegen wird man das auch irgendwann mal, wenn man eben kein so normales Leben führen will. Also. So, wer möchte denn jetzt einen Kaffee? Ich nicht, ich muss schon, ich hau gleich wieder ab. Das ist ein bisschen scheiße, das stimmt, ja. Mein Traum, also mal, da gibt es ein paar Sachen, die ich mir, von denen ich träume, aber die ich höchstwahrscheinlich nicht erreichen werde. Ich würde gerne bei Sting spielen oder so, Bands wie Rage Against the Machine, auf sowas stehe ich zum Beispiel. Wäre natürlich schön, aber jetzt schon schwer genug, irgendwie hier in Deutschland irgendwie so einfach nur zurechtzukommen. Ja. Also was finanziell einfach irgendwie einigermaßen stabil zu leben. Nicht, dass man irgendwie von einem Tag auf den anderen gucken muss, irgendwie, wie komme ich zurecht. Hey Arne, na, alle frisch? Ich werde mal ein bisschen üben gehen. Mach das mal. Also wenn man 8 schon effektiv üben kann, dann ist man verdammt gut. Also das können nicht viele, glaube ich. Mhm. Und er hat einfach abgedrehte Beats gespielt. Er hat nicht Beatmusik gemacht in dem herkömmlichen Sinn, Dufter, Dufter, sondern er hat einfach die Beats versetzt. Das heißt, er hat einfach andere Grooves gespielt. Dazu Sting mit seinem Bass plus Gesang. But what do you think? Does it look like a lot of fun to be in a rock band? I think so. I had a lot of fun anyway. I had a lot of fun making the movie, but it was more fun to be in the band. It really was a lot of fun, even though we all went crazy. Right there. Well, there's never any quiet moments in our life. Our life was very fast. I stopped playing drums completely for about 10 years, and then I rediscovered it. So I practiced before the summer, and I practiced like crazy, which means I practiced for 20 minutes, okay? A day. The
shot is in there because Sting says, I blame the man holding the camera for all my problems. Let's see. Your estate in Tuscany, I'll take the blame for that. 300 acres in Wiltshire, my fault. That duplex west side of Central Park in New York, me. The Malibu house, why don't you just give that to me, okay? Geht nicht ums Müssen, die Zeit ist vorbei, hat er ja selber gesagt. Es waren 8 gute Jahre mit Police, er war Drummer und jetzt macht er einfach was anderes. iPod Generation. Wo ich damals in das Münchner Olympiastadion eingelaufen bin, zum WM-Endspiel 1974 zwischen Holland und Deutschland. Das war wirklich unglaublich. Also raus aus diesem Gang, wo noch nichts ist, und dann stehst du in diesem Stadion und es ist voll, es sind 70.000 Menschen. Die Fischerchöre waren da. Ja, es war einfach eine nicht ganz so krasse Veranstaltung wie heute. Franz Beckenbauer war da und einfach, der hat gekickt. Der musste da sein. Der war einer von vielen damals. Der war einfach nur ein Fußballer. Und es war nicht so wie heute, so mit diesem VIP-Bereich. Das gab es damals nicht. Alle, also alle, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, außer den Fans, haben zusammen gegessen, dasselbe gegessen. SSSR hat vor 30.000, 40.000 Menschen gespielt für 100 Rubel, weil der Sozialismus sagt, egal wie dein Status ist, du bekommst dieses Geld. Ja? Und für 100 Rubel vor 50.000 Leuten spielen, das müsste man Mick Jagger wirklich mal anbieten. Habe dann das so weit mit Christiane gehandelt, dass wir diese beiden Russen einladen konnten. Ich hatte damals in München, eben über meine Münchner Zeit, den Norbert Kreuzer, der einfach ein Hightech-Studio hatte zu dieser Zeit und einfach gesagt hat, okay, ich mach da mit. Das kostet nichts, ich mach einfach mit, das kostet eh schon genug. Ja? Und man hat probiert, Aufnahmen zu machen. Was letztendlich daran gescheitert ist, dass einfach die Kommunikation sehr, 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 sehr schwierig war. Dann lege ich jetzt mal los. Gut, Professor. Es geht eigentlich 10 Semester sogar. Also ein Semester mehr als normalerweise üblich ein Diplomstudium. Eigentlich habe ich erstmal mein Ziel erreicht, genau. Das erste größere Ziel ist erreicht. So jetzt, was jetzt kommt, das wird sich halt wirklich herausstellen, so, ob das jetzt mein Weg ist oder ob das halt vielleicht irgendwann doch nicht mehr ist. Ich habe meine Ziele sehr hoch gesteckt, ja. Ich glaube, das ist halt einerseits eine sehr gute Sache als Musiker und andererseits ist es natürlich auch manchmal nicht ganz gesund, weil man sich halt manchmal schon niedermacht so ein bisschen selbst. Die Erwartung hat es nicht erfüllt, aber das war auch klar. Das war auch klar. Mit Schlagzeugunterricht wird das nicht passieren.
meine Erwartungen hat es so insoweit erfüllt, die zwei Schlagzeuge, die ich damals angeschafft habe, wo ich gestartet habe mit der Blechtrommel und jetzt Groove Point, dass diese zwei Schlagzeuge mich sehr, sehr lange durch mein Leben finanziert haben. Stolz bin ich auch drauf, das akut gemacht zu haben. Weißt du? So, das ist das, wo ich sage, ja, das hat man gemacht. 10 Jahre jeden Sonntag da gespielt. Das war eine sehr wichtige Zeit. Die Akutzeit war sehr wichtig. Zum Beispiel aus dem Akut raus, Dienstag, Session Band, heute ein großer Stamm von Seed. Es ist so einfach, dass wir mit minimalstem Geld damals hier agiert haben. Und das war einfach eben aber auch der Zeitgeist im Osten. Akut hat sich auch immer als eine Art Durchlauferhitzer verstanden. Also dass ganz bewusst immer gesagt wurde, Leute, die zum ersten Mal auf die Bühne gehen wollen, zum ersten Mal auflegen wollen, was auch immer, dass die hier einen Platz haben. Schreien, da jämmerlich zum Zweien. Herbei, herbei, wer hilft geschwind? Im Feuer steht das ganze Kind. I am the God of Hellfire, and I bring you fire. I'll take you to burn. Habe ich gemacht und die 1500 Gigs, die nimmt mir keiner weg, weil ich habe die gemacht. Und das ist was, worauf man stolz sein kann. Ich glaube nicht, dass es um eine Stadiongröße geht. Sich Kollegen zu treffen, das macht nach wie vor Spaß. Aber man hört nicht auf, weil welche Alternative hätte man denn wirklich? Ja? Nochmal studieren geht heutzutage nicht. Man hat keine Alternative, aber ich würde es auch nicht als Alternative sehen, sondern einfach sicher hat man Bock mal alles hinzuschmeißen, aber man tut es nicht. Man tut es definitiv nicht. Weil man macht es schon so lange und es wäre einfach auch völliger Quatsch, was hinzuschmeißen, weil Kontinuität zahlt sich doch aus.